Herzlich willkommen zu Heart of Darkness. Gott, das war ja gerade richtig schrecklich. Wir spielen alle PlayStation-Spiele an, chronologisch. Und ja, hier gehen wir mal rein. Ist ein Spiel, was doch schon relativ Bekanntheit erlangt hat. Steven Spielberg war sogar gespannt auf das Projekt. Dichte Atmosphäre, interessante Story. Ich selbst habe es noch nie gespielt, habe mir gerade Maniac und den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Erinnert ein bisschen an Herr der Ringe, ne? Sorry, ich bin gerade gegen die Kamera angekommen. Vom Schriftfont. Soll ich hier überspringen oder ist dann irgendwas weg? Ich weiß es nicht. Ich drück mal auf, mal sehen. Okay, passiert nichts. Okay. Ich glaube, wir gucken uns das doch mal weiter an. Weil das soll sehr, sehr schön gemacht worden sein. 6 Jahre hat wohl die Entwicklung gedauert. War eigentlich für die Sega angedacht und da hieß es dann auch so von wegen, ja, okay, damit gab man das Wasser der PlayStation ab und wird der Riesenhit. Hat aber dann Ewigkeiten gedauert und wenn ich das richtig gesehen habe, ist das gar nicht rausgekommen für die Sega Saturn. Es gibt irgendwie Online-Vergleiche, das hat mich gewundert. Bei Wikipedia ist auf jeden Fall nur Windows und PlayStation aufgeführt. Ja. Und dann, weil es halt 6 Jahre gedauert hat, Ehre halt, ne? Komm sofort zurück, junger Mann! Dabei, Schöpfer! Heute gibt es eine Sonnenfinsternis. Wir werden morgen eine Arbeit darüber schreiben. Ich warne dich! Endlich frei! Yippie! Hey, Husky! Vorsicht, Kleiner! So, mach Platz! Willst du meine Kappe wieder aufsetzen? Hier! Los, komm, Husky, sonst verpasst du die Kamera! Richtig gut. So stehe ich auch immer am Wochenende da. Whisky! Thank you.
schon, komm schon. Aktivieren! Sequenz V1 VA aktiviert. Na also! Countdown 30 Sekunden. Notausrüstung einpacken! Apfel! Kamera! Und vergiss das Hundefutter nicht! Danke! Wahnsinn. Das ist ein richtiger Film, ne, der jetzt abläuft. 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aktiviert. Los geht's! Wow, es funktioniert! Durchhalten, Whisky! Ich komme! Was zum Teufel war das? Wow! Stimmt, da war irgendwas mit dem Skateboard noch, ne? Ist ja gut, ist ja gut. Weißt du, du bist echt eine große Hilfe. Geil, richtig genial. Also die FMV-Sequenz, der Hammer. Ja, so ein bisschen die Story, ne? Hund wurde entführt von Aliens, weil eine Sonnenfinsternis war und deswegen rennt er in die Hütte. Hat so sein Raumschiff, ist okay, ne? Aber weiß auch genau, wo er hin muss. Und ey, ist mal irgendwie ein bisschen... Also von der Story ein bisschen merkwürdig, aber wie es aufgemacht war, wie der Handlungsstrang aufgebaut wurde, richtig, richtig gut. So, folgendes. Oh. Ungünstig. Ach, wir haben natürlich unser Gewehr dabei. Ein Glück haben wir es mit eingepackt. So, warte mal, Viereck. Nix. X springen. Dreieck, okay. Und meiner Meinung nach auch keine Aufladung, ne? Ah, okay. Deswegen... Da habe ich schon mal bei PSX Heaven, hatte ich was gesehen von dem Spiel. Ah, soll knüppelhart sein. Ah, okay. Beides dasselbe. Dreieck und Kreis zumindest im Moment. Steuerung hatte ich mir angeguckt, aber... Weiß ja nie, ne? Was mich stören wird, okay. Was mich stören wird, zwischenspeichern. Okay. Ah, okay. Also hier gibt es anscheinend noch Dinosaurier oder nicht mehr. Sieht ja auch irgendwie ausgestorben aus. Einige Level sind wohl zu schwer, die Rätsel wohl überwiegend zu einfach und sie können über 5 Bildschirme führen. Teilweise über, ne? Über mehrere, ich weiß nicht, ob 5 über mehrere Bildschirme führen. Und das ist halt wieder sowas. Ich glaube, das war mein Problem bei Alundra, weshalb ich mir gesagt habe, so, oh nö. Und in der Sonne? Versuchen Sie, einen Feind abzuschütteln, der Sie umklammert, indem Sie sich langsam, langsam hin und her wiegen. Okay. Ah, okay. Okay, ich habe mal einfach ins nächste Level geschmissen. Okay. Oh Mann, das ist doch... Sag mal. Okay. Aber er kann mich nicht umbringen, oder was? Ah, okay. Jo. Sind die tot oder hocken die da nur? Einer kommt noch?
War ein bisschen einfacher als gedacht, wenn wir ehrlich sind. Okay. Ja. Sag mal, kommen wir jetzt ohne Ende? Was will er hier? Dachte nämlich, man kann in der Mitte durch. Müssen wir gleich mal gucken. So. Wir kommen jetzt ohne Ende oder was? Mal gucken. Ey, das wäre ja wohl ein Witz, der Einzige, der abhaut. Okay. Nächstes komme ich ein reines 2D Jump'n'Run. Wie viele Gegner kommen denn da? Können die Dinger fliegen? Sind das überhaupt? Jo. Okay, vielleicht sollte ich auch einfach entkommen. Ist da nur noch ein Unterteil, was hier lang fährt? Ist das ruhig? Das hört sich nicht ruhig an. Also eigentlich schon, also es läuft von der Steuerung und alles läuft das top. Spielmechanik finde ich interessant, habe ich so jetzt zumindest auf der PS1 noch nichts ähnliches gesehen, ne? mit dem Abschütteln und alles. Macht dann doch nochmal einen ganz eigenen Flair. Ich meine, klar, Spiele wie Oddworld gehen auch in die Richtung. Aber die hatten eigentlich nicht so dieses komplexe, kann man das so sagen, Waffensystem? Waffensystem, also ne, Steuersystem. Warum jetzt? Also, bin ich drüber gestolpert oder was? Warum springt der denn nicht mehr? Oh, ich wurde, glaube ich, zerfleischt. Okay, also stehe ich einfach hier und baller jetzt die ganze Zeit, bis sie weg sind, oder? Wie ist der Grundgedanke? Oh, okay. Okay. Oh. Hat er mich angetippt vorher? Ich glaube, du solltest sie doch erstmal an der Lede. Okay. Okay. Sind die nicht abschießbar oder was? Warum springt er nicht im Laufen? Nachher macht er nur irgendwie so einen Seitschritt, ne? Okay, cool. Cool, cool. Aha. Okay. Also das wäre so gar nicht meins, müsste ich jedes Mal, also mit Zwischenspeichern geht das, aber müsste ich jedes Mal hier irgendwie von vorne starten. Das wäre nicht meins. Glaube auch nicht in den 90ern gewesen. Gut, ich meine, bei Erscheinen war ich 4 Jahre alt. Da vielleicht dann schon. Aber nee, das ist einfach ein bisschen Geschmackssache, ne? So, an sich macht's ja nett. Ich bin mehr der 3D-Typ. Mal sehen. Aber nicht verurteilen, was wir noch gar nicht wirklich kennen. So, ich denke, hier geht's hoch. Ah, okay. Ja, ich finde. Also ich weiß nicht, jeder nimmt seine Motivation woanders her, aber das ist nicht mein. Also, ja, kannst ja so nicht hochspringen, nur wenn du auf einem Fleck stehst. Okay. Ja, ist halt wirklich Geschmackssache. Warum falle ich denn um?
Ich drücke nichts, ich drücke nur Kreis. Controller kaputt oder was? Hä? Hä? Ach, die werfen irgendwas. Sag das doch. Und warum kann ich die hier nicht treffen? Ah, okay. Ah, okay, nur wenn er oben ist. Denkt er, es sehen nicht, oder was? Hör ja irgendjemand? Hat der keinen Bock, oder wie? Meine Waffe. Hey. Und mein Basket. Geil. Gut gemacht. Wie, das war jetzt das, oder wie? Ja, und jetzt. Ah, okay, würdest du da wieder einsteigen. Ja, okay. Kann ich auch den... Das ist okay. Ist einfach nicht so mein Ding, tatsächlich. Frage ist, ich denke mal, wir müssen zurück, ne? Ah, okay, da gibt's gar nichts. Ist auch so dieses Try and Error, ne? Also... Irgendwann findest du den Weg, wie du hier rauskommst. Das ist halt nicht so meins. Verstehe die Ambitionen definitiv. Okay. Vielleicht muss ich ihn hier dorthin führen. Oder ich muss hier runterfallen. Muss ich hier runter? Okay. Hatten wir schon ausprobiert. Weiß ich, das ist einfach nicht so meins. Auch weil ich weiß, dass es ein Klassiker ist, aber oh, war einer zu viel? Nee, ist nicht so meins. Wünsche euch aber einen wunderschönen Abend. Also hier mit Oddworld konnte ich persönlich mehr anfangen. Ja, Geschmackssache. Das ist ganz lustig gemacht. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Spiele alle PlayStation-Spiele an. Und bis dann.